أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. Die Frage heute: Was mache ich, wenn ich einen Fastentag absichtlich breche? Erstmal, das absichtliche Unterlassen des Fasten ist eine große, gewaltige Sünde. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns aufgetragen, dass wir als Muslime fasten müssen, indem er uns in seinem edlen Koran sagt, in der Surah Al-Baqarah, in der Ayah 183: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen, die vor euch waren, vorgeschrieben wurde, damit ihr gottesfürchtig werdet. Das ist eine der Säulen des Islam, und der Muslim muss darauf Acht geben, dass er hier seine Pflichten erledigt, denn am Tage der Auferstehung wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Erstmal, wenn eine Person einen Fastentag gebrochen hat und dieses absichtlich, sprich ohne nennenswerten islamischen Grund, so muss er bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen, denn er war hier nachlässig in der Einhaltung seiner Pflichten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses ist erstmal der erste Punkt. Die Gelehrten haben einen Ikhtilaf, einen Meinungsunterschied darüber, ob dieser Tag von demjenigen, der den Fastentag absichtlich gebrochen hat, nachgeholt werden muss oder nicht. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagt in Majmu' al-Fatawa: واختلف الناس في من ترك الصلاة والصوم عامدا. Die Gelehrten haben einen Meinungsunterschied darüber, über denjenigen, der das Gebet und das Fasten absichtlich unterlässt. هل يقضي, soll er dieses nachholen? فقال الأكثرون يقضي. Die meisten der Gelehrten sagen, er muss dieses nachholen. وقال بعضهم لا يقضي. Und einige der Gelehrten sagen, er muss dieses nicht nachholen. Unter denjenigen, die sagen, er muss dieses nicht nachholen, gehört Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah selber, rahimullah ta'ala. Er hat diese Ansicht vertreten, dass man nicht diesen Fastentag nachholen muss, so wie auch Ibn Hazm, rahimullah ta'ala, auch diese Ansicht vertreten hat. Denn Sheikh al-Islam begründete dieses, er sagte, وَلَا يَصِحُّ فَعْلُهُ بَعْدَ وَقْتِ. Die Tat ist nicht gültig, wenn man sie außerhalb der festgesetzten Zeit macht. Natürlich, das Fasten hat eine festgesetzte Zeit, und die Tage sind bestimmt, in denen das Fasten vollzogen werden muss. Wenn eine Person heute am Donnerstag fasten muss und er fastet nicht heute am Donnerstag, so hat er diese Zeit nicht eingehalten und damit kann er diese Zeit nicht wieder nachholen. Diese Ansicht hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah unter anderem vertreten. Imam Malik rahimullah ta'ala sagt in Mudawwana al-Kubra: Man aftara yawman min qada'i Ramadan muta'ammidan lam yakun 'alayhi illa qada'u dhalika al-yawm. Derjenige, so sagt Imam Malik rahimullah ta'ala, der im Monat Ramadan einen Fastentag absichtlich bricht, das bedeutet ohne einen nennenswerten islamischen Grund, so hat er nichts anderes zu tun, außer diesen Tag nachzuholen. So hat er nichts anderes zu tun, außer diesen Tag nachzuholen. Das ist die andere Ansicht, dass man diesen Fastentag nachholen muss. Und Imam An-Nawawi Abu Zakaria rahimullah ta'ala sagt, er sagt in Sharh Al-Muhadhab: إِذَا قَضَى يَوْمًا كَفَاهُ عَنِ الصَّوْمِ. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. Wenn er einen Tag nachholt, bedeutet den Fastentag, den er gebrochen hat, wenn er stattdessen dann einen Tag nachholt, so ist das ausreichend für ihn. Und dieses war die Ansicht auch von Abu Hanifa, von Imam Malik, von Imam Ahmed und den meisten der Gelehrten, unter ihnen auch sehr viele Tabi'in, das bedeutet die Schüler
der Sahaba. Damit haben wir diese beiden Aussagen. Manche sagen, man holt ihn nach, andere sagen, man holt ihn nicht nach. Die Zeit ist verstrichen, zweifelsohne, und der Zeitpunkt ist verstrichen, an dem man ihn hätte verrichten müssen. Und das war die Ansicht von Sheikhul Islam. Jedoch, um auf der sicheren Seite zu sein, so holt man diesen Tag nach. Es ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, und daher soll man auf die sichere Seite gehen und diesen Tag nachholen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.